Ungewöhnlich ist der Lebensweg von Günter Knob. Er hat Landwirtschaft studiert, dann später mit dem Fotografieren begonnen und ging von Norddeutschland nach New York. Inzwischen hat er ein unverkennbares Markenzeichen, Aktfotografie in Schwarz-Weiß. Diese Bilder von ihm sind seit gestern in Pasewalk zu sehen. Der Künstler hat aber nicht nur seine neuesten Arbeiten mitgebracht, sondern auch sein Lieblingsmodell. Chin up. Ja. Smile. Er spricht Frauen auf der Straße an, gibt ihnen seine Visitenkarte. Lädt sie ein in sein New Yorker Studio. There we go. So traf er vor einem halben Jahr Christine. Sie ist eine elegante Frau. Frauen findet man viel, aber elegante Frauen, das gewisse Etwas, wie sie sich gibt, wie sie geht, das ist selten. Dabei fotografiert der gebürtige Bremer seit mehr als 25 Jahren Frauen. Er liebt ihre Hintern. Formt ihre Körper neu durch Licht und Schatten. Die meiste Zeit, die ich verbringe, ist, um sie rumzulaufen, um das Licht so zu setzen, dass es für mich das Richtige hat. Und dann kann sie sich bewegen. Und wenn alles stimmt, was ich mit einem Modell gehabt habe, sind es eine Minute, eine Rolle Film, 36 Bilder. Auf Wiedersehen, das war's. Nicht so bei Christine. Etliche Filmrollen hat er schon für sie eingelegt. Mit jedem Foto ist er ihr näher gekommen. In der Pasewalker Ausstellung ist sie auf jedem fünften Bild wiederzufinden. Aus einem Model ist seine Muse geworden und die fühlt sich wohl vor seiner Kamera. Merkwürdigerweise fühle ich mich mehr wie ich, wenn ich nackt bin. Wenn die Leute also Aktfotos von mir sehen, dann ist mir das fast lieber, als wenn sie mich in der Realität mit Kleidung und Make-up sehen. Im Pasewalker Kulturforum sorgen seine 86 Fotos und seine Beziehung zu Christine für Gesprächsstoff. Wie sehr die junge Muse Günter Knob inspiriert, fürs Publikum unübersehbar. Ich finde die Aufnahmen wirklich total interessant. Ich habe gedacht, okay, gehst du hin, guckst dir das an, aber ich finde, das hat mich total sofort gefesselt. Weil es eben so die normalen Frauen sind, finde ich eben schön. Das ist nicht so der typische Model an sich und von daher finde ich das schon sehr klasse, muss ich sagen. Das, was der Fotograf dort zeigt, ist ästhetisch. Ästhetischer kann man es nicht mehr darstellen. Ich liebe diese Frau und will sie heiraten, sagt Günter Knob ganz öffentlich. Der Meister und seine Muse zu sehen noch bis zum 10. April in Pasewalk.